willkommen zu unserem zweiten Video. Wir spielen heute Portal. Portal 2, genau. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. Anushka kennt es noch gar nicht. Deswegen wird Anushka jetzt erstmal spielen und ich erzähle ein bisschen was dazu. Und ja, ich bin natürlich der Erik. So, ja genau. Anushka spielt es einfach mal und ich gebe ihr erstmal keine Tipps, es sei denn, sie kommt nicht mehr weiter. Aber die ersten Level sollten einfach sein. So, genau, das Spiel handelt darum, dass du gefangen genommen wirst und du musst dann da ausbrechen, indem du immer Portale schießt und dich damit hinter Wände schießt oder Objekte manövrierst mit deiner kleinen Kanone. Später kommen dann auch noch Gegner, die du mit einem Laserstrahl dann auch noch töten kannst. Aber das kommt alles erst später. Ja, es lebt. Genau. Und was ist das alles so? Ja, das ist jetzt gerade, wie die Map meistens so aussieht. Und das sind jetzt schon mal, es gibt zwei Roboters. Oder. Ja, also ein Einzelspieler kann man, ist natürlich nur einer. Guten Morgen. Ihr Überschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science-Tests. An den Anfang habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also, absolvieren. Genau, jetzt muss ich ja erstmal aus dem Zimmer rausgehen. Also, die Steuerung ist via SD. Springen mit Leertaste und nach oben sehen steht. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Achso, wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ja, probieren wir mal aus. Na, holen Sie. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Ach ja, und wie man hört, das sind immer sehr ironische Kommentare. Stellen Sie sich bitte davor. Stell dich mal vor die Tür. Denk mal. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ah, ja. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ah, das ist auch schön. Man hört sogar nochmal Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ey, schlafen. Oh, gehen wir doch mal schlafen. Guten Morgen. Ja. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo, jemand da drin? Das Entwicklungscenter umgehen. Hallo, ich bin ein Alle Tests zu machst du zu heute noch irgendwann die Tür auf? Ich denke mal, du hallo? Musst die Tür aufmachen. Nein? Ja. Kannst du? Ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Ich denk, geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, ja. Du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Also, oh, jetzt wird hier einfach ins Spiel reingeschmissen, ohne richtig zu wissen, was hier eigentlich los ist. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Tja, ich glaube, das ist jetzt irgendwo eine Decke. Da. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Spreche mal. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Wie gesagt, den Anfang habe ich auch nie gespielt. Deswegen Apfel ist das sagen. Jetzt auch noch. Komm, wir sagen Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Okay, anscheinend ist man in einem Atomkraftwerk. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Mal sehen, also man fällt jetzt anscheinend hier nach oben, wie ihr seht.
Wir wissen selbst nicht, was jetzt hier los ist. Aber. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich kannst du gleich irgendwo ab. In die Ecke, ja, genau. Ja. Hilft immer. Ja, also die Welt sieht schon mal ziemlich düster aus. Aber man erkennt nicht sehr viel. Es sieht alles. Aber anscheinend war das Zimmer auch irgendwie nur so ein kleines Testzimmer. Also es ist ja anscheinend alles hier irgendwie eine Fabrik. Zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klar? Ja, okay. Dann sage ich das mal. Es ist okay, der Anfang vom Spiel, wie ihr seht, ist ziemlich langweilig. Ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung, schon ein bisschen mehr, seit ich das gespielt habe, aber gut. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay, mach dich bereit auf irgendwas. Irgendwo soll ich rausgehen. Hier soll ich raus. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Okay. Das Rätsel wäre also gelöst. Okay. Ich versuche es jetzt manuell. Ich glaube, der kleine kugelförmige Roboter ist irgendwie ein bisschen planlos. Ja, keine Ahnung, was er machen soll. Ich glaube, er bringt uns hier noch eine. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ja, genau. Wir haben ja noch mal für euch die Spieleverpackung Portal 2. Ist ab 12 Jahren freigegeben. Wie man hier sieht, das sind beide Hauptcharaktere und du bist hier der Lange. Und jetzt gerade hat man noch nicht seine Kanone, die man rückwärts bekommt. Und da muss man immer Portale schießen, also ein blaues und ein orangenes, damit man die Level meistern kann. Ja gut, dann kannst du auch Klo gehen. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen. Er redet jetzt, aber ich verstehe nicht so wirklich. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher. Ja, der redet eigentlich immer nur unnötiges Zeug, der Kommentator. Wir werden immer nur fertig machen oder macht ironische Witze. 3, 2, 1, bezahlt. Oh, ihr kennt raus? Ah, hier. Genau, das ist jetzt schon mal ein Portal. Guck mal, da vorne bin ich auch. Ja, ich bin eine Frau? Ich bin eine Frau. Ja, genau, du bist eine Frau. Also, du bist gerade ja durch da gerade im Haus. Okay. Genau. Ins Orange rein, durchs Blaue wieder raus. Ah, cool. Ah, jetzt kann ich auch die Hinten mit jedem Kind konnte. Alles klar, dann gehöre ich dir. Okay. Würfel und Tasten. Stell ich mal auf den Knopf. Du musst den Würfel. Ja, genau. Klick einfach mal drauf. Nee, du kannst noch einen ansaugen, so komisch. Drück mal irgendwas auf der Maus. Oder roll mal das. Egal, dann schiebe ich. Wenn es nicht anders geht. Vielleicht kann man es auch erst später machen, dass man den so ansaugen kann. Magnetisch. Schieben da oder warte vielleicht auf diese Linie hier irgendwie. Ja, du musst ihn auf den Knopf schieben, glaube ich. Ja, aber vielleicht macht die Linie den schneller. Ich glaube nicht. Ich kenne das Spiel ja schon. Okay. Was ist denn so dein erster Eindruck vom Spiel? Ja, also noch ist ja nicht viel passiert. Ja. Verstehe noch nicht so ganz. Eigentlich kannst du ihn aber wirklich ansaugen. Also ich habe mir ja vorhin die Steuerung angeguckt. Drück mal alles von der Maus oder drück mal E, R, irgendwas. Also ich kann ranzoomen. Drück mal was auf die Tastatur. Guck, E, ja, sagen wir es doch. Jetzt geh, genau, setz mal da. Alter, ja. Dann geht hier wieder ab und E. Denk mal nochmal, ja, genau. Jetzt funktioniert das schon mal. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationskill war wohl sehr. Das ist einfach, wenn du von einem Level zurückkommst in diesen Raum, dann gehen alle deine Portale weg. Okay. Ja, dann. Ja, also wir konnten jetzt noch nicht sehr viel anspielen. Vielleicht hätten wir mitten im Spiel mal anfangen sollen, wo es ein bisschen spannender ist. Aber dann haben wir den Anfang immerhin schon mal genau, geschafft. Genau. Beim nächsten Mal dann. Im nächsten Part zeigen wir euch einfach mehr vom Spiel. Ja. Das war's jetzt erstmal für heute und ja, danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.